Guten Tag, Frau Lieselotte Schmidt. Wir haben Sie zufällig als Kandidatin unserer Politshow ausgewählt und Sie können mir und den Zuschauern versichern, dass Sie unparteiisch an dieser Inszenierung teilnehmen. Ist das korrekt? Oh, selbstverständlich, Herr Struppel. Natürlich habe ich mit Politik absolut nichts am Hut. Ich bin politisch auch noch nie tätig gewesen. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, durch ganz unabhängige Fragen an die Mitglieder der verschiedensten Parteien meine Fragen zu stellen und rauszubekommen, welche Partei ich meine Stimme geben möchte, weil diese Partei mich überzeugt hat. Selbstverständlich werde ich die Aussagen der Kandidaten sehr, sehr fair beurteilen und selbstverständlich auch niemanden verurteilen. So, Frau Lieselotte Schmidt, erzählen Sie doch mal ein bisschen von Ihrem Hintergrund. Ja, also Herr Schrubbel, ich bin eine Deutsche mit zwei deutschen Eltern und vier deutsche Großeltern. Wissen Sie, ich arbeite als Fachkraft für Straßenreinigung und wie ich ja erwähnt habe, habe ich vorher noch nie etwas mit der Politik zu tun gehabt. Aber ich muss Ihnen ja wirklich unter uns sagen, also diese AfD, egal wie gut die Aussagen sind, egal wie gut ihr Programm ist, erstens habe ich das nicht gelesen, zweitens habe ich überhaupt nicht vor, das zu lesen. Ich sage das nur unter uns, natürlich unter vier Augen, ich würde alles, was die Kandidatin der AfD sagt, kategorisch ablehnen. Ich würde ihr einfach Punkte abziehen. Egal wie gut sie die Probleme behandeln möchte, egal was für tolle Lösungen sie hat. Also, wissen Sie, ich kann einfach diese Partei nicht leiden. Ich möchte auch nicht neben einem Menschen leben, der irgendeine Art Sympathie für diese Partei empfindet. Das lehne ich kategorisch ab. Natürlich werde ich bei meiner Beurteilung über die Kandidaten sehr, sehr fair bleiben. Und natürlich geht es hier auch nicht um Fake News und vor allem nicht um eine Inszenierung. Liebe Leute, ich bin eine Deutsch-Iranerin mit zwei iranischen Eltern und vier iranischen Großeltern. Und aus vollster Überzeugung wähle ich die AfD, weil ich das Parteiprogramm gelesen habe und weil ich dem zustimme, weil ich überzeugt bin.